Sali miteinander. Ihr wisst doch sicher alle, was ein Nörgeli ist, oder? Ja, ein Mensch, der an allem und jedem etwas auszusetzen und zu reklamieren hat, wo man einfach nichts recht machen kann. Ja, halt eben einer, der an allem rumnörgelt. So Menschen sind für niemanden Freude, nicht einmal für sich selber. Der Meister Eder hat leider genau so einen Kunden gehabt, den Herr Affeltranger. Ein guter Schreiner ist es amigs schon Angst und Bang geworden, wenn er den Herr nur von weitem gesehen hat. Gottlob ist der nicht gerade viel auftaucht in der Werkstatt von Meister Eder. Aber jetzt ist es wieder einmal so weit gewesen. Der Herr Affeltranger hat eine Garderobenablage bestellt gehabt, mit zwei kleinen Schubladli. Und wie es bei so Leuten gang und gäbe ist, es hat pressiert und der Auftrag hätte 0, plötzlich soll fertig sein. Und der Meister Eder hat auch dafür gesorgt, dass er oft stundgenau fertig geworden ist. So, jetzt kann er von mir aus kommen, der Herr Affeltranger. Ich bin fertig. Das ist aber schön geworden. Ich kann schaurig gerne so Möbel mit so kleinen Schubladli, weil man in so kleinen Schubladli kleine Pumuckli sperren kann. Mir gefallen halt die Griffe hier nicht besonders. Aber die hat der Herr Affeltranger ums Verroden wollen haben. Knöpfe anstatt Griff wären viel schöner gewesen. Vielleicht reissen Knöpfe leichter ab. Knöpfe an meinem Jäger sind auch halbbott abgerissen. Hör auch auf, Pumuckl. Ich meine doch keine Jackenknöpfe, sondern... Mantelknöpfe! Nein, Holzknöpfe, wo man die Schublade aufziehen kann. Ja, sie könnten auch aus Kunststoff oder Metall sein, meinetwegen. Aber bitte, wenn man es von mir verlangt, mache ich halt Griff dran. Oh, du! Machst du an meine Jacke auch einmal Griff, wenn ich es verlange? Siehst, wenn ich etwas verlange, dann machst du es nicht. Aber wenn der dumme Herr Affeltranger etwas verlangt... Der zahlt auch dafür. Aber eins darfst du mir glauben. Gerade gern arbeite ich nicht für den Nörgeli. Da würde ich fast lieber nach dir Griff an die Jacke machen, als für die grössere Einrichtung zu schreinern. Hast du darum die Schublade so klein gemacht? Nein, die hat er so bestellt. Heute kommt er seine Garderobe abholen, hat er gesagt. Das würde mich nicht wundern, wenn er erst in 14 Tagen kommt. Das ist immer so bei Kunden, die es besonders pressant haben. Oh, wenn er nicht kommt, was abholen, dann verkaufen wir es jemand anderem. Und wenn er dann kommt und was abholen, dann ist er schon fort. Und dann, wenn er sich ärgert, dann zwicke ich ihn und dann kann er sich gerade mal mehr ärgern. Nein, das machen wir nicht. Der wird schon kommen heute. Aber zwicken kann ich ihn ja gleich, oder? Ums Himmels Willen ja nicht. Ich bin froh, wenn alles reibungslos abläuft. Du hebst dich schön still. Versprichst du mir das? Also gut. Still verspreche ich, aber auch noch gerade schön. Du weißt schon, was ich meine, Bürschli. Es wird nicht zwickt oder sonst etwas so. Ja, jetzt fehlt mir nur noch der Bart. Wieso? Da bin ich endgültiges Heinzelmännli. Und zwar eins, wo überhaupt nicht mehr weiss, was zwicken und picken und klüben und nicken und verstecken ist. Also, die Gefahr war nicht sehr gross gewesen. Aber einen Weg. Der Pumuckl hat sich wirklich vorbildlich ruhig verhalten, wo am Nachmittag der Raffeltranger in die Werkstatt gekommen ist. Ich hatte zwar das Gefühl, der Kobold war nicht drum so brav, weil er kein Heinzelmännli sein wollte, sondern vor lauter Staunen. Der Herr Affeltranger hat nämlich, sagen wir es mal so, eine ziemlich umständliche Art und Weise gehabt, sich auszudrücken. Guten Tag, Herr Eder. Mein Weg hat mich im Zug von meinen diversen Kommissionen schon jetzt dahin geführt. Ich will doch annehmen, dass ich hoffentlich nicht zu früh und Ihnen ungelegen bin. Nein, es ist fertig. Ich habe Sie auf heute erwartet. Aber sicher nicht schon zur mittäglichen Stunde. Umso mehr bin ich erfreut, dass mein Weg kein Nutzloser war. Wo ist denn das Meisterstück aus Ihrer Hand? Da steht's. Ich habe es genauso gemacht, wie Sie es angegeben haben. Aha. Ah ja. Das ist es. Die Schublade kommt mir ein klein vor. Es ist ja, nicht wahr, es ist ja immerhin zu bedenken, dass da Händchen reinpassen sollten. Auf die Länge, die Sie mir angegeben haben, kann man keine grössere Schublade reinmachen. In dem Fall hätte man möglicherweise sollen umdisponieren und statt zwei nur eine Schublade zur Ausführung in Betracht ziehen. Entschuldigung, Herr Affeltranger, Sie haben ausdrücklich zwei Schubladen haben. Sie haben mir das sogar selber aufgezeichnet, da schauen Sie. Mal. Aber Sie wissen ja, der Laie kämpft bekanntlich bei der Umsetzung von einer Zeichnung in die Wirklichkeit mit grossen Schwierigkeiten. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ja, also zwei Schubladen sind zwei Schubladen. Ich weiss nicht, was da dran schwer vorstellbar ist. Proportionen, Herr Eder, Proportionen. Das Zusammenspiel von dem Mass, wenn ich mich mal so ausdrücke.
We hope you enjoyed this preview. To continue listening to this audiobook on Google Play Books, use the link in the video description.